So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe ein Commander-Deck und ja. Und zwar ist das das Party-Time aus Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate. Ein cooles Teil. Auch wieder hier mit einem Including Collector Test-Booster. Gucken wir uns mal rein. Packung ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch viel zu viel Papier und viel zu viel Papiermüll. Klar, es soll in den Regalen cool aussehen, aber so viel. Ihr seht auch schon den Unterschied beim Ausschnitt vom Bild. Das hätte gereicht, meiner Meinung nach. Hart gereicht. So, gucken wir uns mal rein. Wir haben erstmal, das ist cool. Erstmal einen Lifespin-Counter, wo jetzt tatsächlich mal die Commander drauf sind. Weg, 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 weg. Da haben wir unseren Commander. Bevor wir die angucken, gucken wir uns natürlich das Collector Sample Booster an. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Die Baldur's Gate Collector Booster sind ja nicht so krass. Und dementsprechend erwarte ich da auch nicht so die krassesten Hits raus. Wir haben einmal Secret Lair. Ist das ein Token? Das ist ein Token. Wir haben einmal eine Full Art Rope of Arkmagi. 3 Mana Equipment, equipte Kreatur, Spielerschaden zu fixieren wie eine Karte, equippe 4, equippe Schaman, Warlock oder Besatz. Ja, das wäre ja voll cool, wenn wir das in einem Partydeck spielen könnten. Leider ist das Partydeck schwarz-weiß. Und wir haben einen Shannon Dragonheart in, ja, so einem komischen Artwork. Ja, das ist so ein Sample Booster. Und gucken wir uns mal den Commander an. Wir haben Nalia de Arnise. 3-3-3, Human Rogue. Wir gucken uns die Top-Karten und Deck jederzeit an. Wir können Clerics, Rogues, Warrior und Wizards vom Deck spielen. Und zu Beginn des Combats, wenn wir eine volle Party haben, legen wir eine +1/+1 Mark auf jede Kreatur und kriegen Todesberührung bis meines Hus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Plastik. Das ist wieder diese dicke Commander-Karte. Dann haben wir einmal die Initiative. Ein Shapeshifter, ein Clue, ein Shapeshifter, ein Shapeshifter, Shapeshifter, ein Shapeshifter, ein Chor. Inklings und Wizards. Der ist cool. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an, was in dem Deck drin ist. Wie immer bei diesen Decks, ich gehe über die Rares und Mythics drüber, was bei diesen Decks mittlerweile fast alle Karten sind. Was wirklich sick ist. Und gucke ich über die Kamms und Ankamms nur drüber, wenn ich da irgendwas finde. Und wie immer finde ich nicht, dass die Ecke zum... Ja, so sollte man die aufmachen. Genauso und nicht anders. Gut, wir haben hier erstmal noch unsere Commander in einer richtigen Karte, was ich gut finde. Dann haben wir... Ach ja, stimmt, hier sind ja also ein Background und ein Partyleader drin. Wir haben Burakos, Partyleader, 4-2-4. Er ist genauso ein Cleric, Rogue, Warrior und Wizards at any time. Das ist nicht schlecht. Und immer wenn der angreift, verliert der Gegner x Leben und wir kriegen x Treasure, wobei x die Anzahl der Party sind. Mit dem Background Folk Hero, Mythic Foil, krass. 2 Mana, Commander-Kreaturen, die wir haben immer wenn man einen Spell castet, der einen Kreaturentyp mit einer Kreatur, die wir haben, also wenn wir den Kreaturentyp casten und der einen Kreaturentyp mit dieser Kreatur gemeinsam hat, also Cleric, Rogue, Warrior, Wizards. Ziehen wir eine Karte, kann nur einmal pro Runde getriggert werden. Nicht schlecht. So, gucken wir uns an. Als allererstes haben wir erstmal, wow, das hat niemand gesehen. Eine der wichtigsten Karten. Deep Gnome Terramancer. 2-2 Flash, die teuerste Karte direkt hier angedeckt. Ach, geil, ich liebe es, tut mir leid. Immer wenn ein oder mehr Länder das Spielfeld betreten und dann geht eine schon Kontrolle, die geplayt werden. Hä? Ja, genau, wenn under an opponent without being played, also wenn die einfach ins Spiel gelegt werden, dürfen Insekten an der Ebene Karte durch so und sie getappt ins Spiel bringen. Nice. Harper Recruiter, 3-3-1 fliegend, wenn der angreift, gucken wir die obersten 4 Karten unserer 6 an, können Cleriker, eine Rogue, eine Warrior und oder eine Wizards-Karte vorzeigen und die in die Hand nehmen. 4 Karten ziehen. Strong. Seasoned Dungeoneer, 4-3-4, wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir die Initiative. Immer wenn er angreift, kriegt ein Rogue, Cleric, Warrior, Wizard, ich sag einfach Partied. Wenn wir kriegen eine Party, einen Typ von Party, Schutz vor Kreaturmissmanagement und it explores. Stick together. 5 Mana Sorcery, jeder Spieler sucht sich ein Party von Kreaturen aus, die hat und opfert den Rest. Geil. Black Market Connection, das ist auch eine ziemlich beliebte Karte, habe ich gehört. 3 Mana zu Beginning der Main Step vor dem Combat.
kriegen wir einen Treasure, verlieren Leben, ziehen eine Karte, verlieren zwei Leben. Oder kriegen einen 3-2 Shapeshifter mit Changeling und verlieren drei Leben. Solomon Doomguide, 5 Mana 4-5, Fliegen Cleric, Tiefling Cleric, okay. Jede Kreatur in einem Friedhof, die ein Cleric, Rogue, Warrior oder Wizard ist, hat Unearth 2. Stark. Multiclass Baldrick, 1 Equipment, hat Lifelink, wenn es ein Cleric ist, Death Touch bei einem Rogue, Eile, wenn es ein Warrior ist, fliegend, wenn es ein Wizard ist. Und solange wir eine volle Party haben, wird jeder Schaden verhindert, der Kreatur zugefügt wird. Arc Priest of Iona, 1 X2. X2, Number of Plati, Kreatur in Party. Das heißt, er kann 1 er ist mindestens 1-2 durch sich selber, weil er ein Cleric ist. Das heißt, er kann 1 4-2 werden. Und zumindest kommen wir jetzt, wenn wir eine volle Party haben, legen wir +1/+1 Marke. Nee, nur +1/+1 und fliegt. Okay. Astro Command, gute Karte. 6 wir zerstören zwei, also wir suchen uns 2 aus, wir zerstören alle Artefakte und oder alle Enchantments und oder alle Kreaturen mit Stärke 3 oder weniger. Mana Value 3 oder weniger. Oder mit Mana Value 4 oder höher. Bygone Bishop, 3 Mana 2/3 fliegend. Immer wenn wir einen Kreaturenspell mit Mana Kosten von 3 oder weniger casten, investigieren wir. Heißt, wir kriegen einen Clue-Token. Dusk and Dawn. 4 wir zerstören alle Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr. Und Dawn können wir aus dem Friedhof casten und dann bringen wir alle Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Nicht schlecht. Oh mein Gott, 8 1/2 Tail. 2 Mana 2/2 für 2 kriegt eine Kreatur Schutz, ein Target Permanent, sogar Schutz vor Weiß und für 1 wird ein Spell Weiß. Frontline Medic 3 Mana 3/3 mit Battalion. Wenn 2 oder mehr weitere Kreaturen angreifen, werden die Unzerstörbarkeit. Also kriegen alle Kreaturen unzerstörbar. Und wir können ihn opfern und Spell muss X Mana mehr bezahlen. Mehr mit X. Ein Spell mit X muss 3 Mana mehr bezahlen. Gel Powder Mage. Sind wir jetzt schon durch die neuen Karten durch und sind jetzt schon bei den Reprints? Das ist diesmal wenig. 4 Mana 3/3 fliegend, wenn er angreift, exilieren wir eine andere Kreatur, bringen sie direkt wieder ins Spiel, also flickern wir. Glorious Protector, 4 Mana 3/4 Flash fliegend, wenn er ins Spiel kommt, exilieren wir eine beliebige Anzahl Nicht-Engel-Kreaturen, die wir kontrollieren, bis der das Spielfeld verlässt. Okay. Jazar Goldmane, 4 Mana 4/4 Erstschlag für 5 kriegt eine angreifende Kreatur +X/+X, wobei X die Anzahl an angreifenden Kreaturen sind. Magus of Balance, es gibt Magus of Balance. 2 Mana 2/2, 5 tappen, wir opfern den. Jeder Spieler wählt sich ein Land aus, bis er Länder ausgewählt hat, wie die niedrigste Länderzahl. Dasselbe macht er mit Discarden und Kreaturen. Und dann opfern den Rest. Mikaeus de Lunarch. Ein weißes und X, kommen mit +X/+1 Marken spielen. Wir können eine Marke runternehmen. Tappen eine Marke runternehmen und eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur legen oder tappen eine Marke drauflegen. Mirror Entity, ich habe mehr davon gerechnet, dass mehr Changelinge drin sind, weil sie halt alles sind. 3 Mana 1/1, X Mana, alle Kreaturen werden XX. Order of the White Clay, die habe ich lange nicht mehr gesehen. 3 Mana 1/4, für 3 Mana enttappen wir das, ist das Enttapp-Symbol. Und wir bringen eine Kreatur mit Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Selfless Spirit, gute Karte. 2 Mana 2/1, fliegend können wir opfern, um allen Kreaturen Zerstörbarkeit zu geben. Savine's Reclamation, auch eigentlich eine 10-Euro-Karte. 3 Mana, wir bringen eine permanentes Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Wenn er aus dem Friedhof gecastet wurde, kopieren wir den Spell praktisch. Und für 5 hat er Flashback. Solomon Recruit. 3 Mana 2/2 Double Strike und zu Beginn des Endsteps, wenn permanentes das Spiel verlassen hat, legen wir +1/+1 Mark auf den. Okay. Squad Commander, gute Karte. 5 Mana 3/3, wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir einen 1/1 Warrior für jede Kreatur in unserer Party. Und zu Beginn des Combats, wenn wir eine volle Party haben, kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+0 Unzerstörbarkeit. Richtig, richtig geile Karte. Wegen der Karte habe ich mir damals gewünscht und wegen dem Tutor, der ist hoffentlich auch hier drin, dass Party ein Ding wird. Unbreakable Formation, 3 Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen Unzerstörbarkeit. So viel Unzerstörbarkeit in diesem Deck. Wow. Immer wenn wir den während der Main-Phase machen, legen wir eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur und die kriegen Wachsamkeit. Bloodsoak Champion, spiele ich ein Pioneer. 1 2/1, kann ich blocken. 2 können wir das im Friedhof zurück ins Spiel bringen, können wir nur aktivieren, wenn die Zone angegriffen haben. Budge of Malakissen Warrior, Budge of Malakissen Warrior, cool. 7 5/4 fliegend, immer wenn eine Kreatur von uns stirbt, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Calculating Lich, 6 5/5 Menace, ist ein Wizard, okay. Immer wenn der Gegner mit einer Kreatur angreift, verliert der Spieler ein Leben. Hä?
krass. Direfleet Ravager, 5 Mana 4-4, Menace Death Touch. Wenn er Spiel bekommt, verliert jeder Spieler ein Drittel seiner Leben. Oh, Gonti. Gonti ist ein Rogue, stimmt. 4 Mana 2-3 Death Touch. Wenn er ins Spielfeld kommt, gucken wir uns die obersten 4 Karten von einem Deck unserer Wahl von einem Gegner an und nehmen eine Karte von Exiled. Wir können die casten. Grim Harrowspex, auch ein Wizards. 3 Mana 3-2. Immer wenn eine andere Non-Token-Kreatur stirbt, ziehen wir eine Karte. Wir haben so viel mit Sterben, aber gleichzeitig auch so viel Unzerstörbarkeit. Krass. Grim Hireling. 4 Mana 3-2. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen dem Spieler Schaden zufügen, kriegen wir 2 Treasure Token. Für ein schwarzes und wir opfern X Treasure Token, kriegt eine Kreatur -X/-X. Okay. Madu Strike Leader. Der kommt mir auch bekannt vor. 3 Mana 3-2. Immer wenn der Angriff kriegen wir 2-1 Warrior mit Dash. Okay. Mind Blade Render. Die sieht aus wie aus Strixhaven. 2 Mana 1-3. Immer wenn der Gegner Schaden zufügt, wenn es ein Warrior war, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Okay. Nighthawk Scavenger. Der sagt mir auch irgendwas. 3 Mana, 1-3, Fliegen, Death Touch, Lifelink. Der kriegt +1/+0 für jede verschiedene Karttyp in seinem Friedhof. Das ist ein Tamogolf. Das ist eine fucking Cleric. Entschuldigung für den Ausdruck. 6 Mana, 2-7, Extort. Alle Kreaturen, die wir haben, kommen. Extort, Pontify of Blight. Das ist so eine mächtige Karte. Puppeteer Clique. Es sind wieder eine Menge Rares. Aber gleichzeitig sind es auch zu viele Reprints. 5 Mana, aber halt alle Staples, die ich alle schon im Commander gespielt oder gesehen habe. 5 Mana 3-2 fliegend, wenn ein Spielfeld kommt, legen wir eine Kreatur aus dem gegnerischen Friedhof, nehmen es unter Kontrolle ins Spiel und zumindest, so kommt Eile, und zumindest des nächsten Endsteps wird es exiliert mit Persist, kommt also wieder. Felisa, Fang of Silverquill. 4 Mana 3-2 fliegend mit Mentor und immer wenn Non-Token-Kreaturen, die wir kontrollieren, sterben, wenn es eine Marke drauf hat, kriegen wir zwei 1er weiße und schwarze Inklings, wo X die Anzahl an Tokens drauf war. Das ist eine Saga. 4 Mana, erster Saga-Ding ist, wir kriegen einen Engel-Warrior. Ach deshalb, okay, fliegend Wachsamkeit. Im zweiten Teil haben alle Engel tappen, zerstören eine Kreatur mit Stärke weniger gleich die Kreaturen-Power. Okay. Und Engel, die wir kontrollieren, haben Double Strike. So viele Engel haben wir doch gar nicht. High Priest of Panace. 2 Mana 1-1, immer wenn der einem Spieler Schaden zufügt, zerstören wir ein Nichtland permanentes. Nee, wenn der Schaden zugefügt bekommt. Ah, okay. Maskwood Nexus. 4 Mana, Kreaturen, die du kontrollierst, haben alle mit demselben Kreaturentyp. Was? Jede Kreatur hat allen Kreaturen, so ist es richtig. Dasselbe zählt für Kreaturen in Friedhof, Deck und so weiter. Und für 2 Mana können wir ein Changeling rausbringen. Oh Gott. Castle Locktwain. Kommt getappt, Spiel, sei mir kontrollieren. Sumpf, tappen für Schwarzes. 3 Mana tappen, wir ziehen eine Karte und verlieren dann Lebenspunkt in Höhe unserer Handkarten. Mutterwoll ist hier drin. Wow. Tappen für ein Farbloses, für 1 Mana wird die zu einer 2-2 Kreatur mit allen Kreaturentypen. Shambling Wand. Kommt getapptes Spiel, tappen für ein weißes oder schwarzes. Für 3 Mana wird es zu einer 2-3 schwarz-weißen Lifelink-Elemental-Kreatur. Temple of Silence. Natürlich muss ein Tempel dran sein. Kommt getapptes Spiel, Scry 1 für blau-schwarz. Vault of the Archangel. Tappen für ein farbloses, ein 2-weiße, ein schwarzes, ein weißes. Tappen, alle Kreaturen kriegen Death Touch Lifelink, die wir kontrollieren. War Room. Tappen für ein farbloses. 3 Mana tappen, wir verlieren Leben in Höhe der Color Identity unseres Commanders und ziehen eine Karte. Okay. No Windbreast Heave. Kaidaway 4, da sehen wir es endlich mal. Das haben sie geändert. Und mittlerweile steht auch drauf, Windbreast Heave kommt gestappt ins Spiel. Ja, das haben sie mit Kamigawa geändert. Tappen für ein weißes. 1 Mana tappen. Wir können eine exilte Karte spielen, wenn wir mit 3 Kreaturen in diesem Zug angegriffen haben. Khan Signet in einer sehr hübschen Version, Command Tower, Aven Mind Sensor, aber sehr strange, den nicht in diesem Side-Ding zu sehen. Und vor allem dieses Artwork, warum nicht das andere? Warum das von Rebecca Gouet? Grim Swamp, ich gehe jetzt mal so ein bisschen Mother of Runes, ist auch ein Cleric, klar. Oh mein Gott, Changing Outlast, sehr cool. Also ich mag das Deck, es ist wirklich Despug, es sind eine Menge coole Sachen drin. Skullclamp hat seit Ewigkeit nochmal ein Reprint, was? Was? Wie geil. Soulring, Harary, Ashburns. Hat es ein neues Artwork? Ich glaube, es hat ein neues Artwork. Buyukabok, das ist ein cooles Deck. Ich mag das Deck. Path of Ancestry. Hier habe ich als Matte, nur halt als Promo. Sanctum ist da drin. Wir können Cleric opfern, um Lebenspunkte zu bekommen oder einen Spieler Leben zu verlieren zu lassen. Cool.
Ja, ich mag das Deck. Surprise, Blackie mag einen Weiß-X-Deck im Commander. Ich mag das Deck. Ich finde das Deck cool. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir was dazu sagen. Gerade auch zu den anderen Decks, weil das einzige Deck sein wird, was ich aufmachen werde, sehr wahrscheinlich. Und habt ihr euch was davon geholt? Habt ihr euch ein anderes Commander-Deck geholt? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne positive Bewertungen da lassen. Und schreibt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch geholt habt, wenn ihr was geholt habt. Und wenn nicht, warum nicht? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.